Lumumba, das ist Pauli und das ist Peter Paul. Und ich bin Lauritz, ein richtiger Landjunge. Und als Landjunge kommt man an diesen Tieren gar nicht vorbei. Für manche sind das nur dumme Rindviecher. Doch Lauritz weiß es besser. Also dumm sind sie auf keinen Fall, sind sehr, sehr kluge Tiere. Das sind schottische Hochlandrinder und die erkennt man an den großen Hörnern und an dem langen Fell. Allein in Europa gibt es rund 120 verschiedene Rinderrassen. Wie kann man die unterscheiden? Es gibt halt spezielle Merkmale wie am Schwanz oder die Füße sind auch meist ziemlich unterschiedlich oder auch das Fell ist meistens rot, braun oder weiß gefleckt. Und daran kann man die halt gut auseinanderhalten. Lauritz wohnt in Hessen. Auf seinem Hof gibt es keine Rinder, aber viele andere Tiere. Das hier ist übrigens mein Zuhause und das zeige ich euch jetzt. Kommt mal mit. Hier wohnen unsere Hühner und die gehören meinem Bruder Clemens und mir. Das ist unser Hund Fox und der ist übrigens noch älter als ich. Das hier sind unsere Pferde und das hier ist mein Pferd Schari. Lauritz ist sehr, sehr tierlieb, ob Hund, Katze, Hühner und auch unsere Ponys und Pferde. Wir leben halt sehr naturnah. Landleben ist toll, findet die ganze Familie Schäffer. Dazu gehören Hund Fox, Mama Mareike, Journalistin, Papa Marco, Landwirt, Clemens, 9 Jahre alt und natürlich Lauritz, 11. Auf dem Hof gibt es viel zu tun. Ob mit Mama beim Stall ausmisten oder mit Papa auf dem Trecker bei der Feldarbeit. Lauritz ist immer beschäftigt. Eigentlich fehlen nur noch ein paar Kühe, oder? Man sagt ja auch, eine Kuh macht Muh und viele Kühe machen Mühe. Und ich finde die Tiere zwar sehr schön, aber trotzdem möchte ich keine selber halten. Das braucht Lauritz auch gar nicht, denn in der Nachbarschaft gibt es Martin, den Milchbauern. Ach, hallo ihr beiden. Hallo Martin. Wir machen da Milch geholt. Genau. Mhm. Ja, dann kommt mal mit rein. Viele Kühe und ganz viel frische Milch gibt es hier. Martin kennt Lauritz schon lange. Die Kanne ist voll, jetzt machen wir den Deckel drauf. Vom Kälbchen bis zur Kuh hat er schon immer Spaß dran gehabt. Er ist mit seiner Mutter schon immer als kleines Kind mit ihr unten gewesen. Hier auf dem Hof der Kuckucksmühle leben insgesamt 250 Tiere. Martin kennt sich mit Rindern also bestens aus. Deshalb lernt Lauritz immer viel von ihm dazu. Ja, Lauritz, weißt du denn, wie viel so eine Kuh am Tag frisst? Ich schätze mal so 5 Kilo. 50 Kilo. Oh, das ist eine Menge. So eine Kuh, die wiegt 750 Kilo, die braucht deutlich mehr zu essen und zu trinken wie ein Mensch. Am liebsten schaut Lauritz bei den Kälbchen vorbei. 6 Liter trinkt so ein kleines täglich. Nach 3 Monaten bekommt es festes Futter. Dieses Kälbchen ist erst 2 Tage alt und noch etwas wackelig auf den Beinen. Zum Schluss macht Martin mit Lauritz nochmal einen kleinen Duelltest. Welche von den Kuhrassen kennst du denn schon? Ich kenne eigentlich alle von denen. Und welche haben wir hier am Hof? Hier die Schwarzbunten. Prima. Und welche hat der Nachbar Meier? Braunvieh und Rotbunte. Na, ganz hervorragend. Lauritz ist bestens vorbereitet. Inne mine mu, das Duell mit der Kuh, das gewinnst nicht du. Und wenn ihr noch mehr coole Videos sehen wollt, geht direkt hier weiter und lasst natürlich ein Abo da und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr gar nichts mehr.